Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Dani Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. Wir sind an einem sehr farbenfrohen und mysteriösen Ort gelandet, nachdem wir uns mit Artorius gekloppt haben, oder beziehungsweise nachdem er uns verkloppt hat. Und ja, Dinge sahen nicht so gut aus. Velvet hat keine Chance gegen ihn gehabt, war sehr verletzt. Dann ist Lafayette irgendwie ausgerastet, weil diese eine Tusse hier dem was befohlen hat. Und ja, dann sind wir alle in ein Portal gesprungen, das aufgetaucht ist, was vielleicht nicht so eine gute Idee war. Und das ist jetzt nicht ein Speicherpunkt, oder? Nee. Und jetzt sind wir mit Lafayette in irgendeinen Ort hier gelandet, hier von undefinierbarer Herkunft. Und guck mal, wie es hier weitergeht. Ich würde mal sagen, oberste Priorität ist erstmal, die anderen zu finden. Übrigens hier, die Eleanor ist auch ins Portal reingeflogen, mehr oder weniger gestolpert. Und dieser alte Mann hat noch irgend so ein Dodgeball hier nach uns geworfen. Also ja, mal gucken, was es damit auf sich hat. Und ja, habe ja noch keinen Anhaltspunkt, was jetzt passiert, weil jetzt weitergeht. Ah, wo sind wir hier? Ist ja irgendwelche Truhen oder so? Nee, ne? Wahrscheinlich ist das irgendwie, je schneller ich mich irgendwie beeile, desto besser oder so. Glaube ich nicht. Modernere Rollenspiele sind nicht mehr so ausgelegt. Wenn das jetzt hier PlayStation-Ära wäre, dann vielleicht. Aber nein. Nicht, dass ich was dagegen habe. Sogar besser. Finde ich. Ja, dann haben wir halt davon, wenn wir irgendwie in irgendein Portal reinspringen, ne? Das einmal so aufgetaucht ist, aber ist immer noch besser, als sich hier von diesen Exorzisten abschlachten zu lassen. Weil da waren irgendwie, glaube ich, fast alle anwesend. Plus Artorius. Woher willst du halt wissen, wer wird? Du warst noch nie hier. Oder? Ich muss mir auch einfach nur ins Wasser springen da, ne? Das sieht doch sehr sicher aus, so ein grünes. Was mich raten, da ist Miasma. Ähnliches gab es an Tales of the Abyss. Da gab es doch unter der Welt noch so ein anderes Gebiet. Das Cliff of, genau. Ich will gerne mal Tales of the Abyss irgendwie let's playen, aber das gibt's da nicht. Für die neueren Konsolen. Eine PS2-Version, aber die ist nur amerikanisch und ich kann keine amerikanische Sachen spielen. Ja, auf meiner PS2. Also ist die gar nicht mehr angeschlossen. Also das ist das größte Problem. Warte mal, da ist ein Ausgang. Was ist da? Winden dorthin, nirgendwo, keine Ahnung. Offenbar so ein Kreis. Warum sollte ich da hingehen? Mir schon klar, dass der richtige Weg war da hinten. Also lang sagt für das echt hier irgendwie echt Zeit, die von mir verlangt wird. Aber naja, dann lass mich ran, wenn ich zu langsam bin, fragt Lafayette. Ich habe ja nicht gespeichert, ne? Also wäre ein bisschen doof, obwohl er wäre eigentlich nicht so schlimm. Müsste ich halt nur ein paar Cutscenes hier überspringen. Im schlimmsten Falle. Du meinst, was ist dieser Ort überhaupt? Da ist ein Sternchen, das ist doch gut, oder?
ist irgendwie so ein typisches Gebiet, in dem man den Final Fantasy irgendwie landen würde. ここは何なのよ。地脈だ。そうとも言えん。地脈に閉じ込められたようだ。もっとも、あの場に残っていたら今頃生きていなかっただろうがな。人脈。この空間のことね。ああ。自然の生命力が流れる川のようなものだ。世界中に存在するが、 普通は見ることも触れることもできない空間だ。そんな場所になんで。カノヌシとライフセットの力がぶつかって地脈が開いたのは間違いない。つまり、そいつの力があれば元の空間に戻れる可能性がある。がこの様子では無理か。もうすぐゴーマ化するぞ。バカなこと言わないで。 力を使いすぎたせいなの。まだ止める方法はある。正常なものを器とし、それに宿れば精霊はゴーマ化を防ぐことができる。あんたも。これが俺の器だ。だが、こいつは訳ありでな。 Ich habe so ein Gefühl, ich weiß, wohin das führt. Ja, genau das habe ich mir gedacht. なるほど。つまり。 あんたを動けなくして器にすればいいわけね。近づけば死にます。そうなれば、その精霊はゴーマになり、あなたたちはここから出る術を失いますよ。えげつない駆け引きするわね。敵を知り、その弱気を攻めろ。戦いの基本です。アルトリウスの弟子らしい卑劣さね。 この精霊の名は本来は主がつけるものですが、今はまだ私のものではありませんから。ものじゃない。ライフセット。ライフセット。 それなら原始の泉に生まれし者よ。今盟約の契りを交わし、我が確約たる神に正常なる世を生む一女となら、覚えよ。汝に与えるマナを。 いきなりこんな場所に何がどうなってるんだ。あの坊、まさか地脈を開くとは。Du weißt was? ベルベッタの復讐見物もこれまでじゃな。つまらん落ちちゃったわ。まどうでもいいがの。まだ死んだとは限らん。生きておってもしまいじゃよ。あれだけの力量差を見せられて俺恥ずがない。Irgendwie nicht. ユーガルド。
Nur 10? Stabrokuro gewinnt diese Wette. Was geht? Unangenehm. Das war awkward. So, ka. Le no onna taimashi ga life set no utsuwa ni na. De, soitsu wa doko ni itta nda? Rokuro tachi ga koko ni ita toyukoto wa, aitsu mo chikaku ni dete iru hazu da. Nan to shite mo sagashi dasu. Mo, sonna ni muki ni narande mo yokaro. Müssen wir das Taschengeld von Bienfu wegnehmen? Oh, hi. Ja, mit Luffyset jetzt aber außerhalb in der Gruppe habe ich leider keine Wahl, als irgendjemand anderen zu steuern. Weil wir brauchen ihre Heilarzt. Nehmen wir mal Rokuro, mit der habe ich sehr selten bisher gespielt. Ich muss wieder aufpassen, dass Velvet hier nicht K.O. geht. Mit der komischen Fähigkeit, mit der Seelenbrecher, ja damit. Kann ich auch gar nicht benutzen, okay. Wenn ich das nicht haben kann, dann darf das niemand haben. Nicht zerstören. Da haben wir einen Speicherpunkt. Yay! Ha! So, da. Das war ja noch vor der Aufnahme, glaube ich. Das kann ja noch vor der Aufnahme sein. Okay, boom. Also gut, wo seid ihr gelandet? Hier, du hast hier Luffyset gekidnappt. Ich möchte mal, dass du dich dadurch, dass du dich auch unserer Gruppe anschließt. Mal kidnappen, das geht hier echt nicht. So, Mann, zerstören. Eine Expedition, nee, das wird ein Schiffchen sein. Sind wir überhaupt jetzt schon wieder gelandet? Volcruin. Oder Evolcruin. Da ist ein Ausgang. Nimm mal den Namen. Hey, das Zeichen kennen wir doch. Wenn ihr ja nicht. Und jetzt ist Hysteria? Verwitterter Wächter. Erbitterter, ja. Was ist das? Ja, du hast nichts mehr, ne? Okay. Und wir finden endlich mal wieder neue Ausrüstung. Ich brauche mal echt einen Laden, wo ich neue Sachen kaufen kann. Aber das ist doch hier das Zeichen der Erde, oder? Hier die ganzen Seraphinen, die hatten nur alle verschiedene Zeichen und so, ne? Lass mich mal kurz bei der anderen Tür und so nachgucken. Der Erdentempel hier. Ich habe so das Gefühl, die werden auch irgendwie irgendwann in diesem Spiel hier vorkommt. Vielleicht sind wir hier bei einem schon vorbeigelaufen. Nur die hießen halt anders. Oder vielleicht hießen die genau gleich und ich weiß es nicht mehr, weil ich das ist ja schon lange nicht mehr gespielt habe. Ich habe es glaube ich noch nicht mal, nachdem ich es jetzt played habe, noch irgendwann mal gespielt. Was eigentlich untypisch für mich ist. Aber ja, ich will jetzt nicht sagen, dass mir Zestiria keinen Spaß gemacht hat, aber es gab definitiv stärkere Spiele in der Serie. So, komm her. Aha! So, Level 23. So, die Frage ist, ob ich jetzt seine Angriffe hier gut konfiguriert habe. Ich hoffe ja wohl.
So, die haben gar nichts am Beute, dann brauche ich ja gar nicht gegen die kämpfen. Ha, runter! Puff. Boah, ich habe immer noch den. Das ist noch, boah, das ist noch von damals, als ich hier irgendwie so ein Angriff von denen ja hochgeballert habe. So, was haben wir denn? Rüstungsknacker. Was ist das für ein Angriff? Aber lass mich noch mal ganz kurz. Okay. Lass mich mal ganz kurz hier versuchen. Schockwellenhieb. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, der sah gut aus. Alles. Das ist eine geile Kombi. Nur der letzte Angriff ist natürlich. Okay. Und was machen wir den hier noch? Ich glaube, der würde sehr gut passen. Ich habe nirgendwo Dings, merke ich gerade. Ernestens, mach mal so. Ich hab's doch gerade geändert, Mann. Hat hier, ja, hier, komm, drück doch. Denn jetzt Wasser haben wir, genau. War noch nicht aktualisiert. Mach mal, wie er jetzt abgeht, ey. So, aber ihr hinterlasst keine Ausrüstungen. Dann brauche ich gar nicht gegen euch kämpfen. Ne? Jawohl, sie hat den letzten Schlag geholt. Okay. So, ihr hinterlasst nichts, also brauche ich auch gar nicht gegen euch kämpfen, ne? Geht weg. Get out of my face. Sackgassenwände. Manchmal die Sackgassen scheinen können zerstört werden. Einfach da zerstört werden. Einfach gegentreten. Einfach dagegen pusten. Der große böse Wolf, habe ich so das Gefühl. Aber ich habe natürlich jetzt, wenn ich hier mit den vier nur hochlevel, das Luffy Set nicht zurückbleibt oder so. Oh Gott. Ja, du hinterlässt aber was. Okay. Absorbier mal die Magie, bitte. Ich glaube, ich sollte mal mit ihr hier spielen. Das Magier sind. Nein, das war. Uff. Ja, sehr schön. Level 20, Matrosenbluse, Windschaden, Meeresamulett. Oh. Direkt schon die Sachen hier bekommen. Okay, ich tue auch die ganze Zeit diese Beute-Sachen hier ausrüsten, ne? Hier, eifrige Sammler und so. Sie braucht das noch. Wie kann es sein, dass sie halt noch nicht hat? Ach, nur ich habe doch gerade Sachen bekommen. So, Matrosenbluse, nee, Seidenmontur braucht sie noch. Nicht elementarer Schaden reduziert, sieht man nicht. So, nur noch dann, ne? Ja. So, und du hast ein Amulett. Amulett hast er, genau. Mehr als Amulett, Wasserangriffskraft um 700. Das heißt aber, es bleibt noch eine Weile. Schon mal gut. So, Meeresangriffskraft. Wasserangriffskraft meine ich. Boah. War doch gerade noch. Was? Ja, was? Die waren unsichtbar. So, Resistenz, sonst nichts. Du. Oh, Gott. Doof, sehr gut. Kämpfe laufen, ja. Ja, dafür, dass wir irgendwie, weiß nicht, Fähigkeit gerade hochgestellt haben. So, her damit. Doof, gib mir Beute Sachen. Blablabla.
Nein, aber nicht damit jetzt. Oh Mann, komm, hinterlass was. Verdammt. Obwohl, vielleicht war das. Oh nein, der hat umgedreht. Teufel. Weg gegen den Teufel, ey. Hi, Wurf. Wir sind schon mal anfällig gegen Kriegsart, ja. Komm her. Mann. Mega Leben. Ich habe gesehen, wie du mich angreifen wolltest. Verdammt. Oh, sehr gut, hat noch geklappt. Meins. So. Keine Ahnung, Roku dachte ich irgendwie wäre komplizierter zu steuern. Aber ich habe mich auch noch nie irgendwie so darum gekümmert, seine Angriffe hier zu konfigurieren. So kloppt aus, ey. Oh, ihr seid gar nichts ein, Mann. Oh. Kreuzblocker, aber wir kriegen hier voll geile Sachen. Er hat Angriffskraft, ja. Aber wir haben ja alle Gegner ausgenommen. Ausgewöhnlich zu machen. お前もそうなのか?うん。清らかすぎる乙女のわしは精霊が宿りた器3年連続ナンバーワンじゃよ。なら、エレノアの代わりにあんたをライフセットの器にしてもいいのね。却下じゃ。わしはビエンフを1匹で手一杯じゃし。ビエンフを食らえば飽きができるでしょ。ビエン。相手も無理じゃ。お主らも見たじゃろ? ボーはあのとんでもない彼の試合でに一瞬なりとも対抗しよった。わしなんとではとてもとても受け止めきれぬわ。結界の時といい、地脈を開いたことといい、ライフセットには秘めた力があるようだな。Ja. Wo sind wir? Frage war vorhin noch wichtiger. Wind, okay. 俺たちが地脈からこの静電に出てきたことも無関係ではない。人間たちが静電を作ろうと掘った穴がたまたま地脈につながったってことか。こうボコッと。地脈というのはそういうものじゃない。普通の人間には知覚できない自然の力の流れだ。だが古代には見えない存在を感じ取れる人間が多くいた。 人間は彼らの導きによって、聖書に近づくべく、地脈の近くに聖殿を作った。おほう。聖書は自然の力を操る存在。地脈を聖書と同一視して、御神体にしたってわけか。そうだ。聖書信仰が強かった時代には、こういった聖殿はあちこちに点在していた。 つまりどこも似ておるゆえ外に出て見ん限りここがどこかはわからんということじゃの。そうなるな。穴を掘った時いい刀になりそうな鉱石が見つからなかったのかな。お前には説明しても意味がなさそうだな。前からちょっと思ってたけど、アイゼンって案外説明。いや、irgendwie schon, ne? Sehr gut. Da ist ein Ausrufezeichen. Oh, hallo, du kommst wie gerufen, ehrlich gesagt. Hi. Das sind deine Lieblingskunden. Nein.
これ亀屋、知っておるか？この辺りには旅商人を襲って食らう恐ろしい化け物がおるそうじゃぞ。ベベベ旅商人を食らう。そやつは黒髪の女子に化け、アコギな旅商人を見つけると頭からむしゃむしゃと。アコギな亀商人の場合は甲羅からバリバリと美味しくいただいてしまうとか。ひぇー、おいらアコギじゃないっす。サービス期間だから通常価格でお届けするっすよ。助かるわ。マギル、お客様の笑顔をあげといて。にんまりー、恐縮す。Ah, schön. Und eine Expedition ist zurück ausgezeichnet. Wurf, Knoblauch. Kanono-Insel. Geh da hin. Fertig. So, kaufen. neue Sachen. Entschuldigung. nix Neues. Ich habe so viel Geld. Ernsthaft, ich habe so viel Geld, ne? Dann hier. Soll ich dann so ein Händlerlevel hier hochleveln? Nein. Die Frage ist jetzt natürlich, wo ist wieder der richtige Weg? Und ja. Was mir irgendwie beim 1-Skit vorhin so in den Kopf geschossen ist. Eisen meinte ja, früher waren die, oder Zeugs, dass die Leute früher mehr so, weiß ich nicht, empfindlicher waren, so für, oh Gott. Für, was weiß ich, komm, da flüchten wir mal. Fast Ende des Parts. Also die Leute wussten, wo sie graben. Mussten, weil sie nicht ein besseres Gefühl hatten, sowas zu spüren. Da frage ich mich ja, wo kommt dann irgendwann hier das mit Tales of Systeria? Wo ist ja jetzt eine Sackgasse? Oder auch nicht? Bei Tales of Systeria gab es ja Seraphim, welche mehr oder weniger, nehme ich jetzt mal an, Dornmiste, die Malakim irgendwann ablösen. Ach, nur so wenig? Okay. Du da, du Verteidigung, ja, du brauchst Verteidigung. So war Droko, glaube ich, genug Sachen. Uff. Oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, hat den Jackpot geknackt. Also irgendwann, ich nehme ja mal an, die tun irgendwann, oh Gott, die Malakim ja ablösen. Also die Seraphim sind da so da so das gleiche. Aber das hier ist ja so gewesen, dass die Seraphim nicht mehr von normalen Menschen gesehen werden konnten. Außer die hatten eine hohe Resonanz. Und ja. Was mehr oder weniger, nehme ich mal, gleicher ist wie hier. Weiß ich nicht. Sachen zu spüren. Und ja. Deswegen frage ich mich, wann ist irgendwann der Punkt gekommen zwischen diesen 1000 Jahren, dass die Menschen nicht mehr an Seraphim geglaubt haben. Die haben sich ja irgendwann mal verkrochen. Und dann haben die Menschen geglaubt, ja, die existieren gar nicht mehr. Und hatten deswegen nicht mehr so eine hohe Resonanz und dann konnten die nicht mehr sehen, haben glaubt, die gibt es gar nicht mehr. Und ja, deswegen konnten nur in Systeria einige bestimmte Leute die sehen und die Hauptcharaktere natürlich, also Sorel, ja, und hier war sich mit denen verbunden hat. Also was ist da passiert, damit hat alles so, ja, passiert ist, die nicht mehr sehen konnten, nicht mehr spüren konnten. Sein Katz gefunden, nichts bekommen.
Also es gibt ja, weiß nicht, es ist ja auch irgendwie so eine Dingens irgendwann passiert hier. Ich weiß nicht, Bobby, sag mal. Irgendwie eine dunkle Zeit ist auch irgendwann mal so vor Systeria passiert. Deswegen, die sich, glaube ich, verstecken mussten, die Seraphim, und ja, ich habe keine Ahnung, aber ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, ob das irgendwann noch mal aufgelöst wird. Ich liebe also Sachen irgendwie so herauszufinden per Prequels, glaube ich, schon mal ein paar mal gesagt, weil irgendwie ein Spiel spielt, was irgendwie vor einem anderen Spiel spielt oder einen Film guckt, der vor einem anderen Film passiert ist, und dann so nach und nach so Sachen herausfindet, finde ich also richtig geil. Wir haben so eine ganz kleine Lichtquelle, ne? So, hier ist ein Sack, hier ist eine Sackgasse. So, läuft hier irgendwie so ein Boss rum? Vermisse ich hier irgendwie? Muss mal diese Dingens hier bekämpfen. Gelaufene Ohrringe. Langsam kriegen wir wieder richtig gute Sachen. Du bist aber noch dran, okay. Ich frage mich, was diese einen Bosse immer sind, die ja so auftauchen, nachdem man, weiß nicht, einen Kampf beendet hat. Dann kommt ja manchmal so zufällig noch so ein anderer Gegner, der irgendwie ein bisschen größer ist und voll weniger Schaden austeilt und voll mächtiger ist. Und oh Gott. Jetzt haben wir immer nur so einen komischen Schimpansen gefunden. In der Nähe von dieser einen Stadt war. Ja, und da, als wir Game Over gegangen sind, dann war, glaube ich, der gleiche, ne? Ja, also was ist mit denen auf sich? Sind auch irgendwie so Mini-Bosse, habe ich so das Gefühl. Will ich auch mal gucken, wie man an die rankommt. Aber das muss noch nicht so früh passieren. Wir sind noch erstmal hier so. Ja, die knöpfe ich mir nicht vor. Vor allem nicht mit einer Truppe, die nur aus 4 Leuten besteht. Hey. So, du wirst nach dem Part hier notiert, damit ich dich nicht vergesse. Und dann kommen wir irgendwann mal jetzt zurück und machen dich platt. So, ich würde jetzt gerne mal irgendwo einen Speicherpunkt finden. Weil ich kann es nicht leiden, wenn ich irgendwie nach Aufnahme nicht speichern kann. Also bitte, jetzt lass mich hier raus und lass mich speichern. So, lass mich speichern. Nein. Schon lange her, das war kein Boss mehr. Obwohl doch eigentlich. Ja, Sabet, der war ein Boss. Und Eisen. Ja, Gott, ich habe mich ausgezogen. Ist vielleicht nicht so gut, dass ich hier Gegner aus dem Weg gehe. Aber soll's. Im nächsten Part. Vor allem, wir haben ja auch alle Beutegegenstände und so hier eingesackt. Also wäre hier eigentlich nur Zeitverschwendung, finde ich jetzt. Persönliche. So, da ist ein Speicherpunkt. Ausgezeichnet. Dann gehen wir noch das Gebiet hier kurz ab. Und dann können wir mal gut hier ein bisschen den Part beenden. Vielleicht könnten wir, nee, ich versuche das viel lieber nicht. Ich frage mich ja, wann die ersten Mimik-Kisten kommen. Da gibt es doch bestimmt auch welche, ne? Da sind die gleichen Schatz drin wie in Tales of Systeria. Und das ist ja auch mehr oder weniger die gleiche Engine und also was. Da kann ich mir vorstellen, dass hier diese Mimics auch wieder auftauchen. Die Viecher, die sich als Schatztruhen ausgeben. Und zwar genau hier. Verdammt. So, noch eine Dornweste ausgezeichnet. Falsches Singen. Du gibst Verbrennung reduziert und du gibst Fokus plus 5. Ja, perfekt. Sehr gut, wir haben wieder neue Sachen zum Ausrüsten. Finde ich gut. Wir sind hier nämlich langsam ausgegangen. Ich wusste nicht, weil ich aufs Screen irgendwie aufleveln soll.
wo die ganzen Sachen ausgegangen sind. So, jetzt haben wir Speicherpunkt und da kommen wir, glaube ich, nach draußen, oder? Sieht jedenfalls so aus. Und ich sagen, ich bin Bart hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Berseria. Ich bedanke mich aller herzlich liebens zum fürs Zuschauen. Genau, Roku. Danke. Und dann sage ich tschüss, bis zur nächsten Folge und irgendwie sowas. Ciao.